Direkt, wenn man hier aus dem Wald kommt, da sieht man schon das schöne Haus. Sehr schön in der Morgensonne jetzt zu sehen. Da ist es noch mal zu sehen. Der Ort heißt Leupoldeshain und ist richtig klein, ganz idyllisch. Dort steht unser Auto, also ein Parkplatz gibt es auch. Hier muss man die Treppe hochgehen. Und unweit des Hauses, also genau hier vorne, ist auch die Bushaltestelle. Guten Morgen, unsere morgendliche Frühstücksaussicht. Wenn man hier direkt gerade rüber in den Wald geht, kommt man an diese Waldbühne. Eine Naturbühne aus früheren Zeiten. Eigentlich eine schöne Kulisse mit diesem Felsen im Hintergrund. Die Naturbühne Leupoldeshain wurde gebaut, weil in den 50er und 60er Jahren waren extrem viele Urlauber hier und die wollten natürlich auch kulturell was sehen und dann sollten Veranstaltungen angeboten werden.
Und dann haben sich einige Einwohner gedacht, Mensch, das ist eine tolle Kulisse, da bauen wir doch eine Naturbühne. Und die wurde dann gebaut und der Besucheransturm war gewaltig. 1200 Plätze reichten nicht aus. Ach, hier hängt sogar noch der Jahresspielplan von 1961. Und so sah das Ganze damals aus. War wohl etwas größer als jetzt. Sogar an eine Toilette haben die gedacht. Und mein Standort, wo meine Ferienwohnung ist, ist dieses Mal hier in Leupoldesheim. Das heißt, ich muss immer erst nach Königstein fahren, um dann zu den Bahnhöfen oder Busverbindungen zu kommen. Es hat natürlich Vor- und Nachteile, so weit außerhalb zu wohnen. Es ist viel idyllischer, man kann in den Wald gehen mal schnell. Nachteil ist, dass wir gar kein Netz haben. Also bis auf WLAN, mobile Daten gibt es nicht. Und auch keinen normalen Telefon-Handy-Empfang. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr hier meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr noch weitere Videos sehen.